Sei gegrüßt, mein Sohn. Du hast mir gefehlt. Haben die Männer begonnen, das Lager zu errichten? Ja, Vater. Gut. Dies ist sehr fruchtbares Land. Ich denke, es wird unsere Heimat sein. Ja, Vater. Uns wird es an nichts mangeln. Komm, setz dich und hör zu. Ich hatte einen Traum von der Zukunft unseres Volkes. Er war glorreich. Ich sah, wie wir das Land und das Meer eroberten. Unser Königreich wuchs und wir entdeckten andere Völker und große Reichtümer in weit entfernten Ländern. Wir ehrten die Götter, indem wir unglaubliche Monumente errichteten, die bis an das Firmament der Himmel reichten. Dann sah ich eine riesige Stadt, gebaut aus Stein, in der ein Gebäude erstaunlicher war als das andere. Die Straßen wurden von Menschen bevölkert, so zahlreich wie der Sand am Meer. Ich sah aber auch Leid, fürchterliches Leid, hervorgerufen durch die Schrecken des Krieges. Doch wir waren stark und unser Volk ging als Sieger hervor. Mein Traum endete und meine Geschichte ebenso. Denn es zeigte sich, dass ich von deiner Zukunft träumte, nicht meiner. Das Schicksal unseres Volkes liegt jetzt in deinen Händen. Ich beneide dich, Junge. Mit deinen Entscheidungen schreibst du fortan die Geschichte. Jetzt geh, mein Sohn, mit meinem Segen und schreibe deine Zukunft. Freunde und willkommen zum neuesten Projekt hier auf dem Kanal JabuLP. Und zwar spielen wir zusammen Sid Meier's Civilization 5. Jawohl, jetzt ist es endlich soweit. Viele haben darauf gewartet, viele haben mich deswegen angeschrieben. Und nun starten wir in dieses ganze Strategiespiel und freue mich ehrlich gesagt auch schon drauf. Ich habe so viel von dieser Civilization-Reihe gehört und da soll es echt gute Teile von geben. Ich hatte überlegt, mit dem dritten Teil anzufangen, bin dann aber doch auf 5 gegangen, einfach weil es auch in der Wunschliste stand und ist ja auch der neueste Teil, ist dementsprechend auch am naheliegendsten, das dann auch zu spielen. Ja, ich habe wie gesagt noch kein Civilization gespielt und deswegen würde ich dann gerne auch mit dem Tutorial beginnen, mit dem Tutorial beim Spielen lernen. Neu bei Civilization? Nicht sicher, wie ihr anfangen sollt? Habt ihr Angst, dass die bösen Barbaren eure noch junge Zivilisation überrennen? Bevor ihr überhaupt richtig anfangen könnt, lasst euch von euren Beratern einige grundlegende Spielkonzepte und Bereiche erklären, während ihr loslegt. Dieses umfangreiche Tutorial deckt alle wichtigen Aspekte des Spiels ab und bietet auch einen Einblick in alle hier aufgeführten Bereiche. Und genau das machen wir. Achso, hier, gewähltes Tutorial starten. So. Wie gesagt, nicht gespielt, kein Teil der Serie. Bin aber von dem Intro echt begeistert. Seid gegrüßt, mächtiger Bismarck. Hallo. Erster Kanzler von Deutschland und seinem Reich. Deutschland ist eine aufstrebende Nation, die aus den Ruinen des Heiligen Römischen Reiches auferstand und 1871 schließlich vereint wurde, vor über 100 Jahren. Die Deutschen sind kreativ und fleißig und dazu erbitterte Krieger.
Trotz großer Katastrophen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Deutschland heute weltweit führend in den Bereichen Wirtschaft, Kunst und Technologie. Großer Fürst Bismarck, das deutsche Volk möchte, dass ihr es zu größerem Ruhm geleitet. Es ist fest entschlossen und wendet sich an euch, seinen geliebten eisernen Kanzler, um es erneut anzuführen. Werdet ihr mit eiserner und kriegerischer Faust herrschen oder die deutsche Kunst und Industrie fördern? Könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Das weiß ich nicht, ob ich das kann, aber ich werde es zumindest versuchen. Ich habe gedacht, das spielt im Mittelalter, aber hier sind ja Panzer und sowas. Das ist ja richtig krass. Okay, Furor Teutonicus. 50%ige Chance, dass ihr beim Besiegen von Barbaren in Lagern 25 Gold erhaltet. Und sie sich euch anschließen. 25% weniger Landeinheitenunterhalt. Okay. Kann ich mir davon einen auswählen oder kriege ich beide? Landsknecht, Kosten 45, Züge 2, Stärke 10. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber ich weiß, dass die hier mehr kosten. Aber dafür auch stärker sind. Erforderlich Öl. Ah, okay. Ja gut, wir beginnen mal unsere Reise. Was ist das? Fortbewegung 2, Siedler. Und das sind Krieger. Siedler und Krieger. Okay. Dieser Ort eignet sich gut, um eine Stadt zu gründen. Hier gibt es reichlich Nahrung und Ressourcen. Drückt den Button Stadt gründen eures Siedlers, um den Grundstein zu legen. Okay, soll ich jetzt hier einfach direkt die Stadt gründen? Einfach hier auf dem Platz. Da ist Silber. Grasland, Sumpf. Sumpf ist hier. Grasland, Waldland. Waldebene, Ebene, Fluss. Schwemmland, okay, hier gibt es auf jeden Fall. Ist das hier nicht? Ich habe mal gehört, das soll in Kacheln aufgeteilt sein, aber ich sehe keine Kacheln. Kann ich die hier irgendwie einstellen? Zugmodus. Ah, da sind die Kacheln. Okay, nichts tun, ausruhen. Blendet zusätzliche Aktionen ein, die eure. Okay, was können die noch? Auflösen. Achso, nee, das will ich nicht. Dann machen wir doch mal Stadt gründen. Huch, Berlin! Ha! Ich habe Berlin gegründet. Danke. Schickt euren Krieger los, um neues Territorium zu erkunden. Okay. Wenn eine Einheit ausgewählt ist, klickt mit rechts auf ein Gelände, um sie dorthin zu bewegen. Danke. Okay. Dann erkunden wir doch mal das Ganze nach links. So, da gehen wir hin. Ah, okay. Hey, ich habe doch zwei... Wie? Ich habe doch zwei Punkte. Na, dann nicht. Okay, Berlin. Was mache ich damit? Oh. Der Stadtbildschirm bietet eine ausführliche Übersicht über das Wachstum und die Produktion eurer Stadt. Okay. Das ist der Stadtbildschirm. Hier könnt ihr die Bauprojekte eurer Stadt umstellen. Außerdem könnt ihr in diesem Bildschirm Geländefelder rund um eure Stadt mit Gold erwerben, um euer Territorium zu vergrößern und eure Bürger anweisen, auf welchen Geländefeldern sie arbeiten sollen. Danke. Okay, wir haben Nahrung plus 2, Produktion 4, Gold 4, Wissen 4, Kultur 1. 15 Runden bis zur Grenzausdehnung. Das will ich haben hier? Nee, ne? Doch. Wie viel Gold habe ich? 0. Ich habe doch gar kein Gold. Gebt Gold aus und... Okay, ich mach mal. Gelände kaufen. Ah, okay. Ach, da sieht man auch immer, was es da alles gibt. Hier gibt es zwei Nahrung, hier gibt es Nahrung und Produktion. Nahrung, Produktion und Gold. Zwei Nahrung und Gold, das ist ja geil. Okay. Und ich habe zwei Nahrung und ich habe... Hey, geh wieder rein. Und ich habe zwei Nahrung, ein Produktion und Gold, aber... Egal, werden wir schon nochmal sehen. Wenn ihr genug Gold habt, kaufen... Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Okay. Im Produktionswähler wird eine Einheit, ein Gebäude oder ein Wunder gewählt, das in einer Stadt produziert werden soll. Jede Stadt kann immer nur an einem Objekt arbeiten. Jedes Mal, wenn eure Stadt eine Produktion abschließt, werdet ihr aufgefordert, eine neue zu starten. Dankeschön. Siedler kosten 500. Ich habe 0 Gold und die kosten 500. Was zur Hölle? Ich krieg 4 pro Tag. Das heißt, ich muss... Viel zu lange warten. Okay, ja gut. Zurück zur Karte. Dankeschön. Was haben wir hier? Huch,
Ich bitte um Verzeihung. Ja, das hast du auch. Du hast mich gerade gestört. Im Technologiewähler wählt ihr eine Technologie, die eure Zivilisation erforschen soll. Sobald eine Technologie entdeckt wurde, werdet ihr aufgefordert, eine neue zu wählen. Alles klar. Was? Wir sind 4000 vor Christus und da stand irgendwas mit Panzern. Heftig. Okay, hat sich wohl mit den Panzern wieder erledigt. Warte, ich muss mal gerade die Zahl da oben wieder wegmachen. Okay, ich habe 4. Wissenschaft. Was ist das? Nächste Politik in 4995 Runden. Ja, geil. Okay, was haben wir hier? Kosten 31 Wissenschaft. Wo sehe ich denn meine Wissenschaftspunkte? Bergbau. Ich nehme mal Bergbau. Huch. Geht das jetzt so einfach? Ah ja, okay. So, was haben wir hier? Bautrupp, Speer, Krieger, Siedler kann ich nicht bauen. Siedler können nur in Städten mit mindestens 2 Bürgern entstehen. Ich habe keine 2 Bürger. Ah. Berlin wächst von Größe 1 auf 2 in 8 Runden. Okay, das heißt es wahrscheinlich. Stufe 2 oder sowas. Bautrupp verbessert Nahrung, Produktion und Gold, indem er Modernisierungen auf dem Geländefeldern vor den Städten baut. Diese Einheit wird von unwegsamem Gelände nicht verlangsamt. Okay, ist zum Erkunden. Monument kostet 40 Baupunkte. Ah, ich glaube, ich verstehe das. Ich habe 4 Baupunkte pro Tag und das kostet 40, also 10 Tage. Die kosten 70, also fast, keine Ahnung, 16, 17 Tage. 17 Tage, irgendwie sowas. Monument gibt Kultur. Ja, ich mach mal so einen Bautrupp. Huch. Ich bitte um Verzeihung. All eure Einheiten haben ihre Befehle und ihr könnt in die nächste, in dieser Runde nichts weiter tun. Drückt den Button nächste Runde, um eine neue Runde zu starten. Okay. Dann drücke ich mal nächste Runde. Ah, wir haben auch eine feindliche Nation, sehe ich gerade. Hier war doch irgendwas Lilanes. Nein! Ich habe doch rechte Maustaste gedrückt. Ach, ich muss mit der linken ziehen. Ah, na toll. War sehr schlau. Okay. Jetzt haben wir 4 Gold. Was ist das? Da oben ist der Bürger. 7 Runden bis Geburt eines neuen Bürgers. Das ist geil. Jetzt sind wir 3960 vor Christus. Nahrungsfokus. Naja gut, das... Ah, da kommt der nächste Bürger hin. Dann kriege ich 2 Nahrung mehr. Kann ich den jetzt auch einfach woanders hinsetzen? Weil ich würde zum Beispiel gerne den Bürger... Ich baue ja gerade diese diesen Bergbau. Würde ich gerne da hinsetzen. Geht das? Sieht so aus, oder? Probier das mal. Ich möchte den hier haben. Ah. Ach, da kann ich sehen, was ich durch das Feld bekomme. Okay. 6 Produktionspunkte. Hier bekomme ich 4 Produktionspunkte. Okay, es scheint also standardmäßig immer 4, 4, 4 zu geben. Und hier kommen dann eben nochmal 2 und 3 drauf. Alles klar, habe ich verstanden. Wenn es doch sowieso mal 4 gibt, dann nehme ich die Nahrung noch mit. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich kann jetzt Mine errichten, Wald abholzen. Achso, das kann ich dann in 7 Runden. Okay, ja gut, machen wir es mal. Nächste Runde. 3920 vor Christus. Und wir gehen mal ein Feld weiter. Und wir finden hier Viehzeug, Schafe und Wild. Tierzucht. Warum komme ich da nicht mehr hin? Hallo? Warum können die nicht mehr gehen? Na gut, dann nicht. So, nächste Runde. 3880 vor Christus. Also eine Runde sind 40 Jahre, ja?
Alles klar, weißt du Bescheid. So, da wird der Bautrupp noch gebaut. Dann haben wir da Bergbau in 5 Runden. Der nächste Bürger auch in 5 Runden. Aber wir können noch ein bisschen erkunden. Ach so, die kommen nur so weit. Beim Entdecken kostet das einfach mehr. Ich verstehe. Da kostet es 3 Runden. Da sind noch mehr Schafe. Was ist das da? Was heißt das? Berg oder was? Ist das Berg? Na gut, nächste Runde. Interessantes Spielprinzip. Aber gut, wir spielen mal weiter. Da komme ich gar nicht drauf. Dann gehen wir doch dahin. Ah ja. Was können die? Stärke 6. Kann ich auch Truppen zusammenbauen oder bewegen die sich immer nur einzeln übers Feld? Oh! Barbarenlager entdeckt. Bestie barbarisch. Okay. 3 Runden noch. Es wird ein Barbarenlager entdeckt. Eine eurer Kampfeinheiten ist in der Nähe einer feindlichen Einheit. Um anzugreifen, schickt eine eurer Kampfeinheiten auf ein vom Gegner besetztes Geländefeld. In einem Kampf können angreifende und verteidigende Einheiten Schaden erleiden und möglicherweise ganz zerstört werden. Wie funktioniert der Kampf? Kämpfe entstehen zwischen zwei politischen Gebilden, die sich miteinander im Krieg befinden. Eine Zivilisation kann sich mit einer anderen Zivilisation oder mit einem Stadtstaat im Krieg befinden. Barbaren liegen immer im Krieg mit allen Zivilisationen und Stadtstaaten, okay? Es gibt 3 grundlegende Arten des Kampfes, Nahkampf, Fernkampf und Luftkampf. Die beiden ersten gibt es fast das ganze Spiel hindurch, während der letztere erst vorkommt, wenn jemand die Luftfahrt entwickelt. Da es erst so spät im Spiel vorkommt, müsst ihr euch zu Beginn des Spiels noch nicht mit dem Luftkampf vertraut machen. Das ist gut. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Die feindliche Einheit in eurer Nähe ist verschanzt. Verschanzte Einheiten. Sie besitzt also einen speziellen Verteidigungsbonus, der durch ein Schildsymbol angezeigt wird. Verschanzte Einheiten sind im Zweikampf nur schwer zu schlagen, also sollte man sie in einer Runde mit mehreren Einheiten angreifen, um sie zu besiegen. Okay. Aber ich habe ja noch gar nicht mehrere Einheiten.